Ja, hier ist er wieder, euer Wandersmann, der euch zeigt, wie man so schön wandern kann. Hahaha. Kleiner Witz am Anfang der Sendung hier, Folge sonst wie viel von VB spielt Minecraft. Ich bin jetzt in freudiger Erwartung auf den Mesa Canyon, den ich hoffentlich heute erreichen werde. Es gibt schon diverse Erdbeben und naja, wenn nicht, machen wir eben wieder im gallischen Dorf weiter, was soll's. Es gibt immer was zu tun. Also bleibt dran. Okay, dann lass uns mal ein bisschen weiterlaufen. Ich bin jetzt unweit von der letzten Etappe, wo wir diesen tollen, ja, Halbinsel Todesklippenberg da entdeckt haben, ne? Und es war sehr schön da. Ich laufe jetzt hier weiter. Ich bin völlig noch fasziniert, was hier noch für Gegenden sind. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Nachdem ich ja schon vor 2 Folgen am Ende am Ufer stand, am Ozeanufer, und dachte, ich wäre schon so gut wie da am Ziel, ne? Aber es ist immer noch nicht so. Das ist aber im Gegenteil, es ist sehr schön hier noch. Also guckt euch mal hier diese schönen Blumen an. Das ist, macht wirklich ordentlich was her, finde ich. Also es ist so, das macht richtig was her, ne? Also das ist also. Ihr merkt auch, ich bin ein bisschen albern und Entschuldigung. Ne? Ich bin euphorisch. Guck, das ist ja super schön hier. Was wollt ihr denn überhaupt? Also, ich meine, Lauch und Tulpen und Flieder und alles ist dabei. Also, schön. So eine Tulpenwiese. Super, super schön. Nee, aber ich werde immer, wenn ich euphorisch bin, dann werde ich ein bisschen albern. Also, das ist. Und wenn ich jetzt noch einmal also sage in dieser Folge, dann werfe ich, was weiß ich, 5 € in euer Schweinchen. Oh, jetzt habe ich auch was gesagt. Ich weiß. Nein, das war nur ein Witz, Leute. Ich werfe keine 5 €. Ihr dürft gerne 5 € in mein Schweinchen werfen. Ne? Also, das ist. Also in Form von Likes natürlich und Weiterempfehlungen und sowas. So machen wir das ja, ne? Ist eigentlich eine schöne Sache. Es ist ja super schön hier. Also, es ist ja praktisch ein richtiges kleines Paradies. Ja, könntest du mal sehen. Da denkst du, du bist schon am Ziel und dann wird es von Folge zu Folge noch schöner. Ich bin völlig aus dem Häuschen. Das sind wirklich paradiesische Zustände hier. Da ist auch noch eine Kuh. Die müsste jetzt noch irgendwie, finde ich, so ein Strohhalm im Maul haben oder so ein Hütchen auf mit einem Blümchen drauf, ne? Wie in so Kinderbüchern. So, was ist das denn jetzt hier? Ein Strand. Okay, das habe ich jetzt auch erkannt, aber die Frage lautete eigentlich, bin ich jetzt am Ufer angelangt, am Ufer des großen Ozeans, hinter dessen anderem Ende man irgendwie den Mesa Canyon zu erwarten hat. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, es muss ja irgendwann auch mal ein Ende nehmen. Also wenn er mal Mohn braucht, ne? Also gut. Herrlich. Ne, das ist aber super schön hier. Also das ist schon eine tolle. Hat sich schon gelohnt, hier mal so weit wegzulaufen und sich mal diese ganzen neuen Biome anzugucken. Ich werde da auch wieder zurück müssen, ne, um mir diverse Materialien zu sichern, was ja im Moment nicht geht. Ich habe es vor einigen Folgen erklärt und erwähne es eigentlich auch regelmäßig wieder, dass ich hier auf einer anderen Map spiele als auf meiner gallischen Map. Also es ist die gleiche Map, nur eine Kopie davon, damit es 2 verschiedene Level sind. Hier kann ich jetzt also neue Chunks generieren. Und mir gehen dann später die neuen Granitsteine nicht flöten. Ich bin nach wie vor, nämlich, ich weiß, ich mache auch mit Snapshots rum, weil ich mir die auch gerne ansehe. Oh, ist das denn hier nett? Auch noch ein Pferdchen. Sehr schön. Nee, aber ich bin nach wie vor skeptisch, was diese Snapshots angeht. Die Dinger sind eigentlich nicht offiziell empfohlen zum Spielen. Ich weiß, es geht im Prinzip, aber mir ist es einmal passiert, dass mir so ein Snapshot eine Map zerschlagen hat und ja, das möchte ich nicht nochmal riskieren, schon gar nicht hier
so einer. Also man kann es natürlich immer testen, klar, aber ob das den Aufwand lohnt, ne, bis man so mal wirklich sicher ist nach so einem Test, das dauert schon ein bisschen. Laufe ich überhaupt richtig? Moment. Ja, natürlich, ich laufe nach Norden. So wie es das sein soll. Ne, natürlich, also ich habe schon auf Snapshots was gedreht hier, von wegen 1,8 und so, aber ich möchte das nicht riskieren. Vielleicht mache ich es doch mal irgendwann, ne, dass ich schon mal auf Snapshots umschalte. Ich weiß nicht, vielleicht ist es. Ja, vielleicht ist man das eben auch ein bisschen zu. Sieht man die Sache zu eng, ne? Weil, ich habe auch letztens schon davon gesprochen, von wegen Bauprojekt. Ich hatte dann noch so vielleicht so ein Burgprojekt vor. Habe ich vor zwei, drei Folgen mal erwähnt und habe dann dazu erklärt, ja, das ist natürlich nicht besonders originell, aber man muss ja ehrlich sein, klar, man sucht was Originelles, andererseits die Nachfrage an so Burgen und mittelalterlichen Themen bei Minecraft einfach riesengroß. Das ist ein Thema, was einfach viele Leute interessiert. Das ist eigentlich nicht möglich, was wir hier sehen. Das ist also ein Ding der Unmöglichkeit. Da muss ich auch sofort mal einen Snapshot von machen. So. Das wird vielleicht das Titelbild sogar. Ja, das geht wirklich nicht. Ich lasse es so. Ich rühre es nicht an. Auf keinen Fall. Ich weiß nicht. Was ist denn, wenn ich drüber laufe? Was ist denn, wenn ich drüber laufe? Das war. Ne, es hält. Sogar noch einen Sandzapfen, der da dran hängt. Also schon ziemlich aber witzig. Nee, herrlich. Nee, was wollte ich sagen? Klar, man sucht dann immer so originelle Sachen, aber dann sagt man doch, man muss auch mal ein bisschen danach gehen, was auch wirklich gefragt ist, ne? So. Jetzt habe ich ein bisschen gerade das Thema verloren. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf gekommen bin. Ist auch nicht so wichtig. Fällt mir vielleicht wieder ein. Naja. Oh, das war auch sehr, 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 sehr nett hier. Aber alle Achtung. Jo, ach, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Das ging über die Snapshots, ja. Hier kann man doch. Eigentlich weigere ich mich so ein bisschen. Snapshots, das sind eben keine Vollversion, das sind so Testversionen, die sind eigentlich nicht für den Großeinsatz gedacht. Bla bla bla, das ist das eine. Da kann man sich auch dran halten, was ich bisher auch mal gemacht habe. Andere Frage ist aber, ob die nicht unter den Minecraft-Fans einfach doch schon etabliert sind als ja echte Spielversionen. Wie ist das bei euch eigentlich zum Beispiel? Das wäre vielleicht jetzt mal auch eine Frage, jetzt genau euch mal wieder so ein bisschen mit einbeziehen, weil das hat in letzter Zeit auch ganz gut geklappt, dass ihr mir auch mal euren Senf abgegeben habt, wenn ich mal eine Frage an euch hatte, ja. Nee, es ist doch so, wie macht ihr das denn mit Minecraft? Holt ihr euch immer die neuesten Snapshots und spielt dann schon und seid dann froh, dass ihr die neuen Features habt und habt ihr da irgendwie keine Angst vor irgendwelchen Crashes oder so? So nach dem Motto, weil Minecraft crasht eh. Und da zum Beispiel, das ist jetzt auch wieder, ne? Das richtige Thema hier. Ein klassischer Chunk-Error. Super, dass wir den auch mal wieder sehen. Lange nicht gesehen, wirklich. Ja, das ist allerdings. Ja, das müsste man auch mal erwähnen, ne? Dass man das schon lange nicht mehr hier gesehen hat. Lädt eigentlich alles ganz gut, außer das Ruckeln. Also eigentlich sind mir die Chunklöcher noch lieber als das Ruckeln, aber man kann nicht alles haben. Ne? Nee, aber wie macht ihr das denn jetzt? Spielt ihr schon die Snapshots, die da in der Regel donnerstags rausbringen, wo ihr dann schon einige Features der nächsten Vollversion so habt. Jetzt in meinem Fall hier, wo ich noch auf 1.7 bin, wären das so verschiedene Command-Block-Befehle und aus Stahl die Falltüren. Zum Beispiel, ja, halt euch, ne, wie macht ihr das? Das würde mich interessieren, weil.
Das ist eben die große Frage für mich, ne? Ist das jetzt lohnenswert? Muss ich das wirklich so ernsthaft immer hier so auf der Vollversion spielen? Oder darf ich auch schon einen Snapshot benutzen, wenn sobald er da ist? Ich bin ganz ehrlich, es würde es ein bisschen einfacher machen, allerdings es ist halt immer riskant. Man weiß ja nie, was die dann noch ändern. Im nächsten Snapshot und vielleicht wieder irgendwas rückgängig machen. Es ist wirklich riskant. Ich bin mir nicht so wirklich sicher. Gut, Backup, 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 sage ich dazu nur, ne? Da muss man eben seine Map ordentlich backuppen. Oder noch regelmäßiger, sage ich mal. Ich backuppe die schon eigentlich. Oder abbacke die. die eigentlich schon immer recht häufig so, aber weil muss schon sein. Aber dennoch. Dann eben noch mehr. Also, und ich frage mich jetzt auch gerade mal, wie weit das noch geht. Ob ich jetzt nicht wirklich irgendwie. Also ich glaube, ich muss einfach jetzt noch mal mich auf den Ozean schwingen. Und da mal rüberschippern. Also ich glaube, jetzt reicht es allmählich. Ich muss doch mal wirklich ankommen. Und ich versuche das jetzt noch. Und wenn es obla, und wenn es überhaupt nicht klappt, dann muss ich halt doch noch mal. Was ist denn hier los? Bin ich voll? Ach, ja, hier sieht's, brauchen wir nicht. Werkbank ist wichtiger. Ja, jetzt haben wir auch das Ding wieder. Ich fahre einfach mal so geradeaus jetzt mal ein bisschen über den Ozean. Was soll's schon bringen? Da hinten poppt doch schon was auf. Was ist das? Was ist das? Oh, jetzt werde ich schon wieder ganz aufgeregt. Langsam, langsam auch, weil es schon wieder ruckelt. Ach, das ist aber nix. Das ist nur eine Insel aus Sand und Erde. Aber wir müssen Zeit lassen. Auch so war jetzt auch ein gutes Timing gewesen. Weil ich jetzt hier. Moment, das schmeiße ich mal nach guter alter Manier ins Wasser. Weil ich jetzt auch ein bisschen sicherer bin hier auf dem Wasser nachts. Das für ein Inselchen da? Bauen wir nochmal eine Burg Wasserstein drauf oder sowas. Ist natürlich jetzt nicht so schön, dass wir nichts mehr sehen in wenigen Momenten. Die Insel werde ich mir einfach mal näher anschauen. Was soll's? Was soll der Geiz? Oha, es ruckelt sehr, weil es laden muss. Es passiert wohl einiges im Hintergrund. Und Leute, ich werde mal eben einen Schnitt machen. Mal eben einen Schnitt, damit ihr euch dieses Laden jetzt nicht reinziehen müsst. Ich finde das ein bisschen doof. Also bis in wenigen Momenten. Puh, das war eine heiße Nacht, sage ich euch. Das war wirklich eine heiße Nacht. Da unten ist auch so ein Kandidat, der mich auf dem Kicker hat. Oh, fliegen die Fetzen. Und noch einer, ja, okay. Ja, ihr könnt euch denken, was passiert ist, ne? Ich bin hier auch mit dem Boot gemütlich um diese Insel getuckert. War weit weg vom Ufer. Ja, super, danke. War weit weg vom Ufer und es war auch kein Tintenfisch in der Nähe. Und mein Boot ist einfach so kaputt gegangen. Einfach so. Ne? Sehr unbefriedigend bin ich dann eben hier auf diese Insel. Winziges Teil, aber hier ist eine kleine Höhle, da habe ich mich etwas verstecken können. Jetzt soll ich aber weiter und ich habe festgestellt, dass ich wahrscheinlich viel zu weit westlich gelandet bin. Ich bin zu lange das Ufer entlang gelaufen. Gucken wir auf die Koordinaten, die sagen mir, dass ich jetzt bei 1000 X bin ungefähr und ich muss aber zu 2000 ungefähr. Und das ist doch noch ein ganz schönes Stück in die Richtung da hinten. Ja, jetzt würde ich sagen, ich versuche es nochmal mit einem Boot. Auch wenn es nichts bringen wird. Das Skelett lässt mich jetzt, glaube ich, in Ruhe. So, da tuckern wir einfach mal rüber und dann, glaube ich, habe ich es aber auch wirklich bald gepackt. Hier, der Ozean ist auf jeden Fall richtig. Das muss er jetzt sein. Ich weiß, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Aber ich fahre jetzt einfach mal los. Jetzt wird es gleich wieder ein bisschen ruckeln, schätze ich mal. Aber
Wir sind hier inzwischen ziemlich abgehärtet, was das angeht. Tintenfische, haut bloß ab. So, mal ein bisschen treiben lassen. Ein bisschen gucken. So, das ist das Ufer praktisch, von dem wir gekommen sind, da hinten. Und hier hätten wir lang gemusst und wahrscheinlich. Hier müsste eigentlich irgendwie, also meinen Berechnungen zufolge, da kommt wieder was. Was ist es? Was ist es? Das ist leider nur ein normales Eiland. Oder? Oh, ho, ho, ho. Ah, das ist ja cool. Wir haben es geschafft. Ein bisschen vom Kurs abgekommen, aber bei 8000 Block Entfernung ist das auch wirklich nicht so schlimm. Was heißt vom Kurs abgekommen? Moment, wenn ich das richtig sehe. Nee, ich glaube, das ist hier nicht. Ich dachte, das wäre diese schöne Lagune, die ich mir so ausgesucht habe. Aber es ist sie nicht. Nee. Oh, aber sehr schön. Ja, gut. Fantastisch. Ich glaube, ich weiß aber, wo ich bin. Ich habe mich ja hier schon auch umgesehen. Minimal. Ich werde jetzt natürlich die Lagune suchen und ich glaube, die ist in die Richtung, weil wir sind zu weit westlich und obwohl es könnte hinhauen. Ich gucke lieber mal hier oben rüber. Nee. Ach, hier sind noch diese ganzen Zapfen. Ja, das ist diese Zapfengegend. Das ist Bryce oder so, ne? Das ist, glaube ich, westlich gewesen von meiner Lagune. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Und da schlage ich wirklich drei Kreuze. Das war eine schöne Reise. Hat mir viel Spaß gemacht. Und wir haben doch einiges Schönes gesehen. Und es hat auch lange gedauert jetzt, ne? Ich konnte das über etliche Episoden verteilen. Und nichtsdestotrotz haben wir alles jetzt gefunden. Ja, der Schluss, der war jetzt nochmal ein bisschen merkwürdig. Mir ist das mit den Koordinaten dann aufgefallen, dass da was nicht stimmen konnte. Denn jetzt sind wir ja auch schon bei 1600, okay. Ja, 2000 war ungefähr der erste Spawnpunkt, den ich, oder Teleportpunkt, den ich so mehr gesetzt hatte, damals in der Folge 21. Ah, schon ziemlich cool. Das müssen wir uns alles merken hier. Wie das alles aussieht. Mal ein bisschen weiter rennen noch. Klar, denn hier in dieser Gegend möchte ich mich jetzt schon die nächste Zeit mal für das nächste Projekt aufhalten, so hauptsächlich, und ja, was Schönes bauen. Und ich bin immer noch auf der Suche nach einer konkreten Stelle dafür. Die Lagune ist natürlich schön, aber die könnte ich mir eventuell so als Hafen oder so vorstellen, dass ich da irgendwie noch so eine Durchfahrt mache. Obwohl es auch sehr frustrierend ist, wenn wir sowas überhaupt nicht gebrauchen können, so Häfen und so. Wegen der kaputten Boote. Ich glaube, jetzt bin ich gleich an der Lagune. Könnte da vorne sein. Ja, das ist da. Das ist da. Ich erkenne es wieder. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Ja, zu weit westlich gelandet. Ah, da sind wir doch. Ja, prima, Leute. Wir haben das Ziel erreicht. Und somit haben wir uns jetzt auch den Freibrief verdient, hier demnächst zum gallischen Dorf und zurück zu teleportieren wie die wilden Teufel. Da brauchen wir jetzt kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Diesen Wunsch und diese Verpflichtung sozusagen habe ich uns jetzt erfüllt. Hier oben zum Beispiel habe ich einen neuen Teleport gesetzt, hier oder da vorne sogar, weiß ich gar nicht. Ja, das mache ich jetzt natürlich alles nicht, weil jetzt, das mache ich dann alles im gallischen Level. Also ich kann im gallischen Level nun auch endlich
wieder hierhin teleportieren. Habt mir die Erlaubnis dazu geholt, um dann hier wild anzufangen, irgendwas zu bauen, ne? Aber wie gesagt, ich muss noch überlegen. Also es soll was Stadtmäßiges werden. Es soll etwas werden, was Häuser und Wohnbereiche, heilige Hallen und sonst was im Gebirge hier hat und was die Landschaft natürlich mit einbezieht. Bisschen getarnt ist vielleicht. Und auch gleichzeitig so ein bisschen Science-Fiction-mäßig aussieht. Ah, es wird noch sehr knifflig. Ich habe euch das schon mal so angedeutet. Da werde ich noch mal ein bisschen... Vielleicht mache ich das auch auf dieser Map, dass ich die jetzt hier so praktisch missbrauche, um mich im Creative Mode mal ein wenig auszutoben, um mal zu gucken, was geht, was kann man machen und vor allem wie. Und wo auch. Das ist noch nicht klar. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich dieses Ende hier irgendwie nehmen werde. Es ist das Südende dieses Bioms und das nächstgelegene zu unserem gallischen Dorf. So schaut's aus. Und deswegen werde ich versuchen, vielleicht da oben ist ein Wald, vielleicht kann ich den mit einbeziehen, da oben nochmal erkunden gehen. Super, super, super. Aber insgesamt werde ich hier diesen Canyon noch, in diesem Bereich zumindest noch ein bisschen genauer erkunden müssen. Ja, und dann, wie gesagt, habe ich so ein paar Visionen gehabt, wie man irgendwas bauen könnte, was ein bisschen außergewöhnlich aussieht. Aber natürlich, es ist schon... Na, es hat jetzt ja irgendwas mit Tempelstätten so ein bisschen zu tun. Western-Thema würde ich jetzt, ich denke, ich werde auch viel Holz verarbeiten, aber so reines Western-Thema ist, glaube ich, eher nicht, eher doch so indianisch, Pueblos und ja, das im Steampunk-Science-Fiction-Stil mit sehr viel Terraforming allerdings bei dem, was ich mir so vorstelle. Und das ist so ein bisschen das, was mir gerade so im Kopf rumspukt für dieses Mesa-Projekt. Und natürlich werde ich es einfach langsam kommen lassen. Ich werde einfach irgendwann den ersten Stein nehmen und den werfen. Ne? Irgendwann wirft mal der Erste den ersten Stein und dann ist alles vorbei. Und dann läuft's. Ne? Dann läuft's. Irgendwie kommt man dann rein. Aber sehr schön. Ich freue mich, dass wir diese Reise überstanden haben. Relativ heil. Also ich bin nie gestorben. Direkt am ersten Tag. Aber nach der ersten Etappe. Und da war es noch nicht so schlimm, weil ich schnell wieder zurück konnte. So. Aber nichtsdestotrotz, mich kribbelt es jetzt sogar ein bisschen in den Fingern, wieder zurückzulaufen, aber das wird jetzt zu viel. Ich möchte jetzt doch eher mal wieder ein Projekt anfangen, obwohl im gallischen Dorf ja auch immer noch was gemacht wird. Heute allerdings wohl nicht mehr, weil ich glaube, es wird jetzt Zeit, mal diese Folge zu beenden mit diesen schönen nächtlichen Eindrücken vom wunderschönen Mesa Canyon. Den ich auch nur mit Hilfe von eurer Hilfe praktisch, von euch praktisch gefunden habe. Ne? So, gut, jetzt bevor ich melancholisch werde und hier nur noch rumstottere, mache ich jetzt auch mal lieber zu Ende. Ne? Und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr freut euch ebenso wie ich auf das Projekt im Mesa Canyon, was auch immer es dann werden wird. Okay. Gut, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vergesst nicht mal so ein bisschen zu liken und vergesst auch nicht, dass ich diverse Playlists habe, die man auch abonnieren kann. So verpasst man überhaupt nichts mehr. Und meinen Sendeplan findet ihr mal auf minenarbeit.de. Also alles kein Problem. Dann bedanke ich mich heute erstmal fürs Zusehen und ja, wie gesagt, schöne Zeit, ne? Tschüssi!